Guten Morgen. 21:18 Uhr hatten wir 72% und 342 Kilometer. Und jetzt sind es 9:42 Uhr, 9 Grad draußen. Und wir haben noch 64%, wie ihr seht. Und das sind 305 Kilometer. Ich bin schon ein Weilchen wach gewesen. Hab mal ein bisschen gedöst, aber ich glaube, bis so 7:30 Uhr habe ich auf jeden Fall geschlafen gehabt. Ja, hatte den Campen-Modus an bei 19 Grad und den Lüfter habe ich die Automatik rausgenommen und auf 1 gestellt, damit er nicht so sehr bläst. Campen-Modus natürlich an. Ja, das war meine Einstellung für diese Nacht und ich habe nicht gefroren, war wunderbar. Und ja, in der Nacht ging es runter, glaube ich, auch so 5 Grad. Ja, jetzt werde ich mich ein bisschen frisch machen und dann mal gucken, wie ich weiterfahren kann. Jetzt ist erstmal Frühstück angesagt. Ich habe schon alles zusammengepackt und klar gemacht für die Abfahrt. Und dann muss ich mir jetzt gleich noch bei des Frühstücks eine schöne Route aussuchen, die ich zurückfahren kann. Wie ihr seht, habe ich mich noch nicht so ganz frisch gemacht. Es ist hier leider kein Fluss direkt an dem Platz oder so. Also ich muss mal gucken, ob ich noch irgendwo eine Wasserquelle oder so finde zum Frischmachen. Aber jetzt erstmal frühstücken. Zum Frühstück gibt's Havrelunch mit Apfel und Zimt. Ja, ich habe auch noch ein paar Lefse übrig, die ich gestern Abend schnabuliert hatte. Hier liegt ein Autoschlüssel. Hat wohl jemand seinen BMW-Schlüssel vergessen. Naja. Ja, manche machen hier auch Feuer. Wie ihr seht, hier gibt es auch Feuerstellen. Ja, aber ich werde mir jetzt erst einmal einen Haferlunch reinziehen. Ja, ich habe ja Wasserrauschen gehört oben vom Auto. Jetzt bin ich diesen kleinen Pfad hier runtergegangen. Nur eine Minute. Und hier ist ein Fluss. Dann kann ich mich ja hier schön frisch machen. Schauen wir doch mal. Jetzt haben wir hier auch einen Briefkasten. Ist das ein Geocache oder ist das ein Tourbuch? Oh, hier ist sogar eine Sitzbank und so. Nice. Ja. Dann werde ich mich hier doch mal jetzt frisch machen. Super. Da fühle ich mich doch gleich wieder etwas frischer. Ja, jetzt habe ich gefrühstückt, mich frisch gemacht. Hier am Fluss. Schön eisekaltes Wasser. Ja, und dann werde ich jetzt zurück zum Auto laufen, die Minute. Und dann mal gucken, wo ich denn jetzt weiterfahre Richtung nach Hause. So, ihr Lieben, ich habe mich jetzt entschieden, Richtung Kristiansund hochzufahren. Jetzt zoomt er raus. So. Und dann runter Richtung Battenfürzöhrer. Ja, und dann dort werde ich entscheiden, wie es weitergeht, ob ich dann direkt wieder zurück über Molde fahre oder vielleicht doch über Andalsnes hier unten. Ja, wir sind gestern von hier Molde hier hochgekommen und so gefahren. Und jetzt, ja, fahren wir hier runter und da entlang. Aber ich werde mal gucken. Ich glaube, ich werde jetzt hier, weil die Straße, auf der ich bin, endet ja jetzt hier gleich. Ich denke, ich werde jetzt hier runterfahren und dann hier außen am Wasser, am Fjord entlang fahren und so hoch nach Kristiansand. Ja, auf geht's. Übrigens, für die Statistik, gestern sind wir insgesamt 170 Kilometer gefahren, hatten einen Schnitt von 143 und seit dem Supercharger in Molde waren es 69 Kilometer und der Schnitt lag bei 155 Wattstunden pro Kilometer. Und jetzt starten wir hier am Übernachtungsplatz mit 64% und 304 Kilometern in der Batterie. Los geht's.
Ich befinde mich jetzt in Christiansund, nicht zu verwechseln mit Christiansand, ganz im Süden von Norwegen, da wo die Fähren auch oft ankommen, einige, die Fjordline zumindest. Ja, und ich werde jetzt hier gleich zum Bürgerbräter gehen. Vorher gucke ich noch mal unten ein bisschen hier am Wasser. Fjord, heute ist Sonntag. Haben alle Geschäfte zu hier. Gehen wir doch mal hier runter ans Fjord und werfen einen kleinen Blick über das Gewässer. So, wir haben 12.40 Uhr. Ich bin fertig bei Burger King mit Essen und habe mir jetzt meine Rückfahrt überlegt. Wir starten hier mit 56%. Er sagt, das reicht für 266 Kilometer. Und wir fahren jetzt hier von Kristiansund, hier oben, runter über Battenfjordsøra. Fast zurück Richtung Molde, dann setzen wir aber hier rüber mit der Fähre und fahren hier nach Andalsnes. Statt diese Strecke zurück, fahren wir dann diese Strecke zurück über Andalsnes. Ja, und dann hier zurück. Ja, weiter geht's! Noch 40% im Akku und wir sind an der Fähre Sølsnes-Ofanes angekommen. Wir fahren jetzt hier rüber. Ja, und dann dorthin weiter nach Andalsnes. Fähre ist schon gerade da, fährt gleich in 2-3 Minuten ab. Gerade wird entladen, die Autos kommen runter und gleich geht's drauf.
Bin mal gespannt, wie lange diese Fährenüberfahrt dauert. Ich glaube, diese Fähre habe ich noch nie genommen, aber es gibt hier für alles ein erstes Mal. Ja, gucken wir doch mal hier auf die aktuellen Trip-Daten. Und zwar die aktuelle Fahrt 85 Kilometer, 11 Kilowattstunden verbraucht und 128er Wattstunden pro Kilometer Schnitt. Und insgesamt haben wir 299 Kilometer auf diesem Roadtrip verfahren. Ich finde, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um mir ein Like und ein Abo dazulassen. Wir sind in Andalsnes angekommen mit 33%, genau wie die Prognose gesagt hat. Wir gucken aber mal hier in diese Verbrauchsstatistik hinein. Da sagt er mir, fürs Fahren habe ich seit dem letzten Laden 46,4% verbraucht. Das letzte Laden war gestern in Molde am Supercharger. Und diese 46,4% sind 2% weniger als der geschätzte Fahrzeugverbrauch. Gucken wir mal, fürs Fahren haben wir 2,6% weniger verbraucht, aber für die Höhen, die wir zu bewältigen hatten, haben wir 1,4% mehr als ja, geschätzt verbraucht. Ansonsten ein bisschen mehr für die, die Klima minus 0,6 und alles andere minus 0,2. Ja, jetzt sind wir also wie gesagt hier in Andalsnes. Hier werde ich jetzt in der Circle K mir einen Kaffee holen, gratis, und dann geht's weiter. Zu Hause soll ich um 17.34 Uhr ankommen. Wir haben 14.55 Uhr. Wie gesagt, noch 33% sind im Akku. Da sagt er bei mir in der Bluna, das reicht für 158 Kilometer. Und bis nach Hause sind es noch 142 Kilometer und ich soll mit 5% ankommen. Um 17.35 Uhr. Naja, schauen wir mal, ob das klappt. Der letzte Supercharger vor zu Hause ist auf dem Örschskogfjell. Aber ich denke mal, ich werde es bis nach Hause schaffen. Ja, weiter geht die Fahrt. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I wanna be the greatest. Everybody on their fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm
I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Wir sind auf der letzten Fähre angekommen. Wer meine Roadtrips verfolgt, kennt diese Fähre. Der bin ich schon sehr oft gefahren. Und ja, die kommt meistens zum Schluss, wenn ich aus dieser Richtung hier komme. Die Fähre von Sülesund nach Hareid. Hier sind wir jetzt mit 12% angekommen. Ja, gucken wir nochmal hier in den Trip Zähler hinein. Den gesamten Roadtrip bisher 444 Kilometer, schöne Schnapszahlen, 59 Kilowattstunden verbraucht und ein Schnitt von 132 Wattstunden pro Kilometer. Wunderbar. Schauen wir mal hier in diese Verbrauchsstatistik rein. Fürs Fahren seit dem letzten Laden, also gestern in Molde, wir erinnern uns, wo ich auf 90% geladen habe, haben wir 68,1% verbraucht, 4% weniger als er geschätzt hat. Das hört sich doch sehr gut an. Ja, und fürs Parken, also Übernachtung und so weiter, andere Parkvorgänge, haben wir 10,4% verbraucht. Wunderbar, da kann man nicht meckern, ne, wa? Ja, jetzt ist nur noch ein kurzes Stück bis nach Hause. Schauen wir mal, was sagt er denn? Wir haben jetzt 16.29 Uhr, 16.57 Uhr soll ich zu Hause ankommen, 28 Minuten. Das kann leider nicht hinkommen, weil diese Fähre ja allein schon eine halbe Stunde Fahrzeit braucht. Dann bin ich erst um 17 Uhr circa in Hareid. Ja, und dann dauert es noch eine halbe Stunde. Also ab Hareid ist dann noch circa 28 Minuten zu fahren. Ja, und zu Hause soll ich mit 5% ankommen. Also mein Ladevorgang gestern war irgendwie genau richtig abgepasst. Konnte ich natürlich nicht wissen, wie viel ich in der Nacht so verbrauchen werde. Aber ja, gut eingeschätzt soweit. Brauchte ich nicht nochmal laden und kann dann zu Hause schön günstig an der Steckdose nuckeln. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. 17 Uhr und 16 Minuten, da sind wir zu Hause angekommen. Batterieladestand sehr niedrig. Fahrzeug verbraucht Batterieladung im Ruhezustand. Jetzt laden. Ja, ist klar, werde ich gleich tun. 27 Kilometer Restreichweite. Das sind 6% und das hat er auch genau prognostiziert gehabt, dass er mit 6% ankommt. Und unser Tripzähler sagt, Roadtrip 468 Kilometer. Dieses Wochenende gefahren, das sind 62 Kilowattstunden, die ich verbraucht habe und ein Schnitt von 133 Wattstunden pro Kilometer. Ein super Schnitt und der gleiche Schnitt ist auch seit der letzten Ladung gestern. Ja, das war's von diesem Roadtrip. Lasst mir doch bitte ein Like für das Video da und abonniert gerne meinen Kanal, dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos wieder. Schöne Grüße aus Norwegen. Oh.